Ich begrüße Sie zum Chefs Homeoffice Talk Nummer 9 mit dem Dario Gadonau vom Restaurant Vivanda und Hotel Inline im Breil, im schönen Engadin. Wir sehen Steine im Hintergrund bei dir. Das fühlt sich schon sehr heimelig an. Wir freuen uns ganz speziell, dass wir dich heute als Gast dabei haben. Du hast 17 Gourmet-Punkte und einen Michelin-Stern. Du bist jetzt im schönen Engadin in Anführungszeichen ein bisschen eingeschlossen. Heute haben wir den 29. April. Heute am Nachmittag um 3 hat der Bundesrat zu der Gastronomie etwas gesagt. Und das möchte ich jetzt gerade aufnehmen. Was heisst das für dich? Du hast das sicher auch mitbekommen. Geht der Tag in Gastro-Geschichtsbücher rein, lieber Dario? Ja, hoi Matthias, grüezi miteinander. Ja. Das ist ein spezieller Tag, glaube ich, auch heute, dass wir endlich eine Antwort gekriegt haben, was passiert so in der Gastronomie und in der Hotellerie. Wie sieht es aus? Wann können wir loslegen? Und wann geht es weiter mit allem? Mittlerweile muss man halt jetzt auch noch planen auf dieser Eröffnung zu und schauen, wo wir dann landen mit dem Ganzen. Aber es ist auf jeden Fall für uns eine grosse Geschichte, dass wir auch einen Termin bekommen haben, wenn es dann wieder losgeht. Genau, du bist ja auf zwei Seiten mit dem Ganzen konfrontiert. Das heisst, du hast ein Restaurant, wo du jetzt weisst, wodurch es gehen kann, ab dem 11. Mai. Auf der anderen Seite hast du auch ein Hotel. Ihr habt vielleicht das Glück gehabt, ein bisschen im Engadin ein bisschen in die Zwischensaison hineinzukommen, jetzt während der Schliessungszeiten. Aber das Hotel ist jetzt das im Mai bzw. Juni, Juli von Vorbuchungen. Strotzt das nur so? Merkt man, dass die Schweizer in der Schweiz bleiben? Ja, wir haben wirklich Glück gehabt, in dem, dass wir, dass der Lockdown Mitte März gekommen ist. Wir mussten früher schliessen. Aber die letzten 2-3 Wochen von der Saison hat man nicht mehr mitnehmen. Das spürt man auch in den Büchern oder in den Umsätzen, das ist klar. Und jetzt ist Zwischensaison. Geplant haben wir, dass wir aufmachen, selbstverständlich wieder auch Richtung Sommer zu, also im Mitte Juni. Und mittlerweile sind etwa gute 10 Tage gespürt man, dass Gäste wieder Buchungen tätigen und dass es aufwärts geht. Und das ist von Bedeutung und Gott sei Dank ist es so. Also ich denke, dass so Juli, August sicher 2 starke Monate werden da bei uns im Engadin oder halt auch bei uns hauptsächlich im Hotel. Heisst das deutlich über Vorjahr, jetzt für die Sommerbelegungen, die ihr normalerweise habt im Engadin oder bei euch? Was denkst du da? Ist das deutlich über Vorjahr? Das wird, also jetzt kann ich es noch nicht abschätzen, aber wir haben sowieso mit unserem Konzept 96% Schweizer Gäste, was uns auch sehr zuvorkommt. Und was wir spüren jetzt gerade, ist, dass die Schweizer Gäste, die buchen tun, halt länger buchen tun. Also den Aufenthalt quasi nochmal höher setzen. Eine Woche, 2 Wochen am Stück, was sonst auch nicht ganz üblich ist, weil längere Ferien planen schon einige, aber gewisse halt auch dann nur ein paar Tage und dann kommen sie dann mal wieder. Aber man hat so eine Tendenz, dass wirklich längere Aufenthalte auch kommen. Und das ist toll. Ja. Jetzt, dieses Hotel, das ihr betreibt, da kann man ja fast sagen, es ist ein bisschen ein Familienunternehmen. Kommt von deinem Vater her, dein Bruder hat noch eine andere Tätigkeit. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie ihr dort oben strukturiert seid in der Familie? Ja, wie gesagt, Familienunternehmen, meine Frau und ich führen das in Line, das gehört uns auch. Und mein Bruder hat mittlerweile die Schreinerei, die Holzmanufaktur von meinen Eltern übernommen. Sie haben das jetzt 40 Jahre quasi geführt oder aufgebaut und haben das jetzt meinem Bruder übergeben und er führt das weiter. Von der Struktur her ist es eigentlich ganz interessant, oder wie sind wir zu dem gekommen? Wir sind dieses Jahr, im 2020, feiern wir das 10-Jährige von Inline, also von unserem Hotel. Und haben ja damals, wo wir das Konzept aufarbeitet haben, haben wir gesagt, wir könnten Hotellerie und Bauwirtschaft zusammenführen. Darum heißen wir auch Inline, fahren auf dem gleichen Label. Und das Inline heisst ja aus Holz auf Deutsch. Und wir sind auch hölzig und haben viel Holz im Haus und vor dem Haus, sage ich jetzt mal so, und das ziehen wir durch. Es ist eigentlich so fast wie ein grösserer Showroom für Gäste von der Holzmanufaktur, aber auch für unsere internen Gäste und alles, was so im Hotel ist, kann man kaufen, von Stuhl bis Bänke bis Tisch und so weiter.
Hat dein Vater Freude gehabt, wo du mit Hotel gekommen bist und mit Hotellerie und Gastronomie? Oder hat ihn das ein bisschen irritiert? Ich habe noch mal etwas gelesen, dass er einen Ausspruch gemacht hat, wo ihn ein bisschen, am Anfang ist er ein bisschen irritiert gewesen, glaube ich. Oder wie ist das? Ja. Ja, da im ehemaligen Haus, wo meine Mutter aufgewachsen ist, wo wir jetzt Hotel haben, das haben wir ja umgebaut zum Hotelbetrieb. Das ist ja, früher hat man das eine Zeit lang zu einem Hotel gar nicht geführt gehabt. Das hat meine Mutter geführt gehabt, im 65, ja. Etwa 3 Jahre lang. Und das Interessante dazu ist natürlich, wo ich dann die Idee hatte, eine Lehre zu machen als Koch, ist mein Vater ist aus dem Himmel gefallen und hat gesagt, ja, sollst du Koch lernen? Da gibt es wahrscheinlich gescheitere Sachen wie Koch. Und mittlerweile, man hat dann gestartet mit dieser Lehre, also sie haben verschiedene so Stars gemacht und so, um zu schauen, ob mir das gefällt und ob das etwas ist. Und mittlerweile kocht er zuhause jeden Tag und er hat so Freude an Gastronomie und Hotellerie und das hat sich, ja, es ist so eine Entwicklung gewesen und das ist spannend und er hat richtig Freude von dem, was wir machen auch. Ja. Du hast ja nachher auch noch die Hotelfachschule gemacht zur Komplementierung, habe ich gelesen, und von dort her hast du natürlich auch das Rüstzeug für das Hotel können erwerben. Jetzt bist du ja bei verschiedenen grossen Köchen gewesen, also das ist so ein bisschen wie ins Hof vom deutschsprachigen Raum, beziehungsweise zuerst fangen wir mit dem französischsprachigen an, also der Philippe Rocha, der leider nicht mehr bei uns ist, bei ihm bist du gewesen, dann bist du auch beim Harald Wohlfahrt gewesen und zwischendrin beim Dani Baume bei euch im Engadin. Was hat dich so geprägt von diesen 3 Lehrmeistern, wenn du von jedem könntest, eine kurze Prägung sagen? Das finde ich wäre sehr, sehr spannend. Ja. Ja, ich habe die Lehre im Souvretenhaus in St. Moritz gemacht und bin dann quasi aus der klassischen 5-Sterne-Gastronomie von der Grossküche direkt nach Grissier gelandet, im Hotel de Ville, beim Philippe Rocha. Und das war natürlich eine kalte Dusche gewesen, sage ich jetzt mal so. Also ich hatte die Möglichkeit, dort zu starten und bin dann dort auch gestartet. Und das war für mich wirklich anderthalb sehr, sehr prägnante Jahre gewesen. Also man hat auch schwierige Zeit gehabt, man hat gute Zeit gehabt, man ist auch weinend zum Teil heimgegangen am Abend nach 16, 18 Stunden, wo man einfach denkt, hey, was mache ich da überhaupt? Aber das hat mich extrem geprägt. Also die Handfertigkeit, Perfektion, Geschmäcker und so weiter, was man eigentlich aus Produkt oder aus Essware kann machen, das hat mich sehr geprägt. Und im Gegensatz, als ich nachher zum Daniel Baumann gelandet bin, er ist dort natürlich ein Mann, der eine Qualität bringt, der mit sehr wenig Personal fährt. Und das war damals für mich sehr prägend gewesen, eigentlich aus einer Brigade von fast 25 Leuten herzukommen und quasi mit ihm zusammen den warmen Posten zu machen und gleich einige Couvert machen auf einem Top-Niveau. Das war natürlich sehr interessant gewesen. Was mich prägt hat eigentlich bei all diesen Köchen ist, wie die jeder sein Konzept hat und wie jeder seine Handschrift hat. Und überall beim Baumann habe ich jetzt zum Beispiel gelernt zu sparen. Wie gehe ich mit Produkt um? Wie tue ich sparen? Wie tue ich rechnen? Wie mache ich das? Was halt bei den anderen nicht so eine Rolle gespielt hat. Und nachher bin ich beim Harald Wohlfahrt gelandet nach Deutschland. Und dort habe ich einen guten Mix von beiden gehabt. Also das war etwas zwischendrin gewesen, vom Team und vom Zwischenmenschlichen extrem, extrem gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und dort habe ich auch Turno-Posten gemacht. Als Chef Turno habe ich natürlich jeden einzelnen Posten dann nochmal können abklappern. Und das hat mich geprägt und das hat mich weitergebracht. Jetzt willst du auch andere weiterbringen. Du hast nämlich ein Restaurant noch aufgetan, 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe, Anfang 2019. Das ist 1904 bei La Gonda in Zürich. Du bist der erste Bündner von den bekannten Bündner-Köchen, der in Zürich ein Restaurant aufgemacht hat. Der andere ist jetzt gefolgt, also der Gaminada. Und erzähl uns ein bisschen über das Konzept. Was mich natürlich auch noch interessiert ist, was heisst 1904 bei La Gonda? Ja, was hat sich hinter sich und wieso nach Zürich und was macht ein Bündner in Zürich? Das haben wir uns auch gefragt und das haben wir vorsichtig aufgebaut. Also wir arbeiten eigentlich seit 9 Jahren eng mit Aston Martin St. Gallen zusammen. Und
Wir haben verschiedene Events gemacht bis vor 3 Jahren. Und vor 3 Jahren hat unsere Zusammenarbeit haben wir die neu interpretiert und haben quasi die Seite von der Gastronomie, was sie machen in Niederwil, wie auch Zürich und so weiter, übernommen. Und dann haben wir entschlossen, miteinander in Zürich etwas zu machen. Darum kommt das auch 1904 designed by Lagonda. Das Lagonda, das kommt von einer Automarke. Das ist früher bekannt gewesen, vor Aston Martin, hat es die Marke Lagonda gegeben. Und das ist 1904, ist das eigentlich erwacht oder in die Welt gerufen worden, die Marke, und ist dann quasi bis in den knappen 60er Jahren als Luxusmarke in der Autowelt hat das prägnant und hat seine Stampfe hinterlassen. Dann hat sich Aston Martin das quasi übernommen und dann sind die Aston Martin-Fahrzeuge gebaut worden, bis heute. Und jetzt gibt es ein Revival wieder, seit 2 Jahren von der Marke Lagonda quasi, dass man dort auf Null Emissionen setzt, auf nochmal eine Stufe höher von Fahrzeugen will bauen. Und so hat man eigentlich den ersten Brand Center quasi in Zürich gemacht mit dem 1904 Design bei Lagonda. Ja. Und das führt ein Koch für dich, der auch sehr ein ausgewiesener Koch ist. Ja, den Thomas Bisegger habe ich dort im Korb mitnehmen, sage ich jetzt mal so. Wir haben miteinander, bevor wir gestartet haben, im April 2019 in Zürich, haben wir ein Jahr miteinander die ganze Konzeption aufgebaut. Wir haben alles so aufgeleistet, dass er nachher quasi das vor Ort als Exekutivchef kann umsetzen kann. Und das ist bis heute ja eigentlich wunderbar aufgegangen und ist sehr, ja, sehr engagiert. Also sehr eine spezielle Geschichte in Zürich, die wir da aufgebaut haben. Ich finde das natürlich verrückt, wie du eben aus dem Engadin raus deine Fäden überall hergespannt hast, wo du auch überall gewesen bist. Du bist mir auch am Genuss für ein Festival, wo wir zusammen das gemacht haben, als sehr weltoffener Mensch reingekommen. Auch mit sehr, sehr viel Marketing-Feingefühl. Und das wünsche ich dir jetzt natürlich für die Zukunft. Ich wünsche dir ganz gute Belegung. Ich wünsche dir viel Freude beim Kochen. Und alles Gute im Engadin an euch und natürlich euch allen im Engadin für die kommende Saison. Wir hoffen alle schwer, dass es gut kommt für euch und dass wir uns auch bald sehen im Engadin. Ich komme sicher auch auf im Sommer. Danke vielmals, Dario. Danke dir, Matthias. Alles Gute. Danke. Alles Gute, liebe Grüße zu Hause. Merci vielmals. Ciao.